Name ist Simon Riggers, ich bin Geschäftsführer der Schauspielschule Zeboni. Wir befinden uns hier im Innenhof der Schauspielschule und seit 2013 betreiben wir die Schule. Sie hat vor 2 Jahren geruht. Sind damit recht erfolgreich, sind total zufrieden. Bewerberzahlen gehen stetig nach oben und unsere Schüler, das ist ja das Wichtigste, haben danach wirklich eine reelle Chance im Job wirklich zu bestehen. Und das freut uns sehr. Was ist denn das für eine Ausbildung? Wie lange dauert das? Das ist eine 3-jährige Ausbildung. Die ersten beiden Jahre dienen zur Grundausbildung, das dritte Jahr ist die Masterclass. Und es wird auf Film und auf Theater zu gleichen Maßen Wert gelegt. Lena Meckel, wir haben uns zuletzt gesehen vor vielen Jahren bei Die wilden Kerle 3, Premiere. Was ist aus dir geworden? Ja, ein paar Jährchen älter ist aus mir geworden. Genau, aber ich mache immer noch das Gleiche, bin dabei geblieben und habe immer noch eine Menge Spaß dabei. Was machst du so aktuell? Aktuell, ich drehe jetzt dieses Jahr im August ein großes Projekt fürs ZDF, eine Hauptrolle. Darf natürlich noch nicht mehr verraten, aber es geht ins Ausland und da steht es als nächstes an. Jetzt bis dahin kleinere Projekte fürs ARD und ZDF und ja. Warst du mit was Aktuellem am Filmfest dabei? Nein, dieses Jahr war ich leider nicht dabei. Ganz schade, aber ich habe trotzdem das Filmfest in vollen Zügen genossen und war trotzdem überall. Genau, also hallo, ich bin der Marcel Kowalewski und ich bin in der Agentur KIK, war früher hier Schüler auf der Schauspielschule Zerboni und bin seit 2016 stolzer Absolvent und bin jetzt hier und freue mich unglaublich hier zu sein. Ich habe gehört, auch schon während der Ausbildung hast du einiges gemacht? Ja, da hatte ich wirklich wahnsinnig Glück. Also ich hatte meine allererste Rolle war bei Um Himmels Willen, eine Episodenhauptrolle tatsächlich. Da habe ich dann so meine ersten Erfahrungen sammeln können und dann, ja, es war wie so ein Schneeball, ist es dann alles so ins Rollen gekommen. Also es war dann so, dass ich halt dann da wieder gesehen wurde von einer anderen Casterin, da war ich dann bei Hubert und Staller und es ging dann sogar rauf bis zum Polizeiruf. Und genau. Aber es blieb noch ein bisschen Zeit zur Ausbildung. Also ich bin fertig. Ich bin jetzt damals. Also damals, ja, das war noch im ersten Jahr, genau. Es war dann bis zum zweiten Jahr habe ich viel gemacht. Und natürlich, da war ich dann brutal aufgeregt, weil er gesagt hat, so, okay, ich kann eigentlich noch nichts so wirklich. Also es war ja noch sehr am Anfang und hatte dann aber hier auch eine Schule, wo ich sagen muss, ich wurde einfach sehr gut betreut. Es wurde mir sehr viel Hilfestellung auch gegeben. Und wenn ich Fragen hatte, konnte ich immer sofort kommen, sowohl zu Doris als auch hier zu den ganzen Direktoren. Und jetzt bin ich hier, wo ich bin und bin sehr glücklich darüber, auf jeden Fall. Und das Filmfest in vollen Zügen genossen? Ich war tatsächlich gar nicht auf so vielen Veranstaltungen, weil ich gerade in Prien ein Theaterstück am Proben bin, am Chiemsee und das Maß der Dinge, wo ich dieses Jahr die Hauptrolle übernehmen darf. Und das ist meine erste große Hauptrolle in einem Theaterstück und auch wieder ganz neue Erfahrungen irgendwie, die ich jetzt mache und lerne auch unglaublich viel dabei. Deswegen war ich jetzt nicht so oft auf dem Filmfest, aber natürlich alles mitgekriegt trotzdem von den ganzen Leuten, die da waren und freue mich da jedes Jahr drüber, auch auf Filmfest dann nächstes Jahr auch vielleicht öfter wieder zu gehen. Großer Unterschied Theater und Film? Großer Unterschied ist schwierig. Ich würde das beides fast nicht miteinander vergleichen, weil es ist einfach so, beim Theater spielst du eine Geschichte von vorne bis hinten komplett durch, während du beim Film Ausschnitte spielst. Du hast einen 8-Stunden-Drehtag und spielst einzelne Szenen aus einem Skript, was nicht chronologisch ist. Es bedarf einer ganz anderen Vorbereitung, einer ganz anderen Art und Weise, wie du auch spielst beim Film als auch beim Theater. Es hat beides Vor- und Nachteile. Ich würde auch nicht sagen, das ist jetzt schwieriger oder das ist jetzt leichter, weil beides einfach seine Schwierigkeiten mitbringt, die man dann zu meistern hat. Also mein Name steht hier, Laura Preis. Danke. Wieder Saupreis. So sieht's aus. Ich bin Schauspielerin und ich schau mal, was hier geht. Aktuell hast du gerade was im Fernsehen gehabt? Wir haben gerade im Fernsehen einen Sommer in Prag gehabt mit mir in der Hauptrolle. Den haben wir in Prag gedreht Ende letzten Jahres, bei sehr schönem Wetter noch. Und kam gut an, habe ich das Gefühl. Ja, war ein schöner Film. Neue Sachen im Visier? Neue Sachen kommen jetzt, nächsten Monat kommt, also jetzt kommt erstmal noch ein bisschen Urlaub. Segeln in Kroatien. Mal gucken, wohin. Neidischer Blick, ja. Und danach kommt Hubert und Staller. Dann bin ich jetzt bald in Hamburg für ein Casting. Da darf ich aber nicht sagen, was es wird. Und danach bin ich nochmal auf einem Casting. Da darf ich aber auch nicht sagen, was es wird. Also es deutet sich an, dass dieses Jahr noch ganz, ganz viel gedreht wird. Aber erstmal Hubert und Staller.
Ja, hallo, mein Name ist Sebastian Gerold. Ich bin der künstlerische Leiter der Schauspielschule Zerboni. Zusammen mit Birte Hanusrichter haben wir das künstlerische Konzept entwickelt. Birte ist gerade im Moment in Berlin und dreht dort eine Hauptrolle für eine RTL-Serie. Die Serie ist Jenny. Und darum bin ich im Moment mit Simon Riggers hier allein. Ja, zum künstlerischen Konzept oder was uns so von vielen anderen unterscheidet, ist unter anderem, weil wir gerade darauf angesprochen wurden, die hauseigene Agentur. Also wir haben die Agentur Kick-In. Und die sorgt dafür, dass die Leute schon relativ früh relativ gute Projekte drehen. Also wir haben Leute, die Hauptrollen gerade drehen. Wir haben Absolventen, die gerade, wie Tobias John von Freihand, die gerade in New York drehen für Katie Forde, die Hauptrolle. Wir haben Leute, die der alte Polizeiruf, Marcel Kowalewski, der da hinten sitzt. Also die Leute drehen, seitdem wir die Agentur gegründet haben, haben wir 444 Drehtage, also bezahlte, vermitteln können. Und das ist in diesem Nachwuchsmarkt eigentlich ziemlich einmalig. Und künstlerisch ist es natürlich so, dass wenn jemand bei uns einen Drehtag bekommt, dann ist es so, dass wir als Dozenten die auch nochmal auf den Dreh vorbereiten. Also ich coach zum Beispiel eine Technik, die heißt Chabak von Ivana Chabak. Und da arbeiten wir dann jeweils mit den Schülern, die so eine Rolle bekommen haben, und bereiten die optimal darauf vor. Und das, der Erfolg, glaube ich, gibt uns recht, dass wir da auf einem ganz guten Weg sind. Und das feiern wir heute neben dem 70. Geburtstag der Schauspielschule Zerboni eben auch so ein bisschen, dass wir ganz, ganz viele Leute in die Praxis helfen können bei einem ganz schwierigen Beruf. Wie viele Leute sind da so pro Jahr in Ausbildung gekommen? Wir haben das große Glück, dass wir um die 500 bis 600 Bewerber auf 20 Plätze haben. Das ist, glaube ich, relativ einmalig bei den privaten Schauspielschulen. Und bei uns kommt nicht jeder ins dritte Jahr. Das heißt, im dritten Jahr sind dann so zwischen 10 und 15, die wirklich in die Masterclass kommen.